Hallo Leute und herzlich willkommen hier zurück zu Let's Play Shadow of the Tomb Raider hier in dieser doch irgendwie idyllischen Höhle mit ein paar toten Tieren, um Kolki zu retten. In der letzten Folge sind wir... Oh, da lang müssen wir, nicht nach da oben? Wie jetzt? Da oben ist aber bestimmt auch noch was ich haben möchte. Ja. Dominguez ist nach wie vor hier schön Oh, hier ist eine extra Herausforderung. Oh, hier haben wir erstmal noch was Tolles rumliegen. Krankheiten und Tod. Wir verlassen die Stadt bei Tagesanbruch, was gut ist, da in ihr eine schreckliche Krankheit wütet. Tote und Sterbende säumen die Wege und verstopfen die Flüsse. Viele sagen, das sei eine Strafe der Götter. Tagebuch von Adelantado Perez. Oh, jetzt ist wieder ein bisschen laut. Ich versuche hier gerade so ein bisschen herauszufinden, wie ich das hier am besten einstellen soll. Ich glaube, ich mache das Grab jetzt mal mit. Hey. Weil ich meine, wir sind eh schon hier und ich mache generell sehr wenig, was das angeht. Und dann kann man das ja ruhig mal machen. Sofort, hier ist eine Karte. Ah, da ist ein bisschen was. Ah, guck mal, perfekt. Ich kann das einfach aufmachen. Ich dachte, ich muss es anzünden oder so. Hier geht's offensichtlich weiter. Deswegen gucke ich erstmal hier noch. Oh, hier stinkt sehr viel. Ach, ist gar nicht. Oh. Tagebuch des T. Serrano. 24. November 1603. Ich begleitete Andres Lopez und eine Gruppe aus 12 Soldaten und 2 Molossern durch den Dschungel. Da die Wegbeschreibung, die Trinity von den Jesuiten erhalten hatte, ausgezeichnet war, fanden wir die verborgene Stadt ohne größere Probleme. Die Bewohner der Stadt waren zunächst misstrauisch, ließen sich durch unsere Geschenke aber davon überzeugen, uns einzulassen. Sie ahnen nichts von unseren wahren Absichten. Während wir die Oberhäupter der Stadt ablenken, hat Lopez mit der Suche nach dem Artefakt begonnen. Ach, so hinterhältig waren die auch noch, ey. Drücken Sie X, um zu springen, dann drücken Sie Kreis. Um einzutauchen. Und was ist, wenn ich darüber möchte? Wie mache ich das, dass ich nach darüber? Von da komme ich ja. Also bevor ich hier weitergehe, oder ist da gar nichts? Aber das glaube ich nicht so richtig. Ich guck mal eben, was hier ist. Ist das das krasse Grab? Tatsächlich. Unmöglich. Ich kann nicht mehr tragen. Das ist unser ach so tolles Grab. Wenn ich mich darüber schwinge, wohin denn? Ach, an die Wand, okay. Perfekt. Guck mal, dann krabbel ich hier einmal rüber. Ah, okay. Nee. Noch ein Stück runter, bitte. Ach, geht gar nicht mehr, okay. Stopp, wo muss ich denn? Muss ich nach da irgendwo, aber... Hier noch ein Stück, siehst du? Ja, komm. Wir machen mal auf gut Glück. Dann gucke ich einfach nur die ganze Zeit in die falsche Richtung. Nee, tue ich nicht. Ich muss schon nach da. Ja. Was sieht so falsch aus? Warum soll ich denn da hinspringen?
Bitte mal ein bisschen nach oben. Ne, guck mal, hier komme ich ja her, ne? Das ist ja eindeutig falsch. Dann gehe ich mal wieder runter. Ja, komm, wir machen einfach. Wenn es falsch ist, ist es falsch. Das war jetzt sehr... Ich würde mal sagen, gewöhnungsbedürftig, da so komisch rüber zu springen, aber... Das muss der Tempel sein, den ich vom Fluss aus gesehen habe. Da ist ja noch ein bisschen... Nee. Okay, gut. Hält sich fest. So. Passt doch. Sehr, sehr gut. Kommen sehr gut voran, auch wenn es jetzt nicht die Hauptstory ist. Was ist das ja gerade? Oh Gott. Ich habe aus Instinkt das Richtige gedrückt. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Wieso habe ich das Gefühl, dass es richtig nach hinten losgehen wird? Die Maya-Zwillinge Hun Batz und Hun Xuan waren die älteren Halbbrüder der deutlich berühmteren Heldenzwillinge. Vom Neid auf ihre Geschwister zerfressen, betrogen die Affenzwillinge in Fußballspielen und verdarben sie durch ihre aggressiven Taktiken. Um sich an ihnen zu rächen, lockten die Heldenzwillinge sie auf einen Baum. Einen Baum, der immer weiter wuchs, weshalb Hun Batz und Hun Xuan auf ihm gefangen waren. Die Heldenzwillinge überredeten sie daraufhin, ihre Gürtel zu benutzen, um hinunterzuklettern, doch das war nur eine weitere List. Die Gürtel verwandelten sich in Schwänze und die älteren Zwillinge wurden zu Affen. Okay. Da haben wir ein bisschen Holz. Das war leider voll. Ich könnte, nee. Auch voll. Ich glaube, es geht hier hoch. Aber wir gucken erst da. Haben wir nämlich was zum Entziffern, denke ich mal. Aha. Hier ist auch alles so schön zu, dass ich auch nur einen Weg gehen kann. Das ist natürlich neues Basislager entdeckt. Sehr schön. Ich bin zur rechten Zeit angekommen. Die Kultisten waren gerade noch hier. Okay. Okay, wir haben noch einen Fähigkeitenpunkt. List der Krähe. Sehen Sie Fallen im Überlebensinstinkt. Das haben wir doch schon gelevelt, ne? Haben wir ja. Sicht der Eule. Überlebensinstinkt hält länger an und nachdem Lara sich bewegt. Auf der Schwierigkeitsstufe 1 mit dem Dschungel werden Feinde, Ressourcen und Objekte erleuchtet angezeigt. 2 Punkte bräuchten wir dafür. Eigentlich alles, was jetzt ansatzweise interessant ist, braucht 2 Punkte. Außer hier hinten vielleicht noch. Ja doch, auch selbst das. Okay, dann müssen wir eh noch ein bisschen sparen an unseren Fähigkeiten. Könnten aber... genau, Upgrade. Ne, können wir tatsächlich gar nicht. Den haben wir voll gemacht. Die Waffe benutze ich nicht. Die ist eh besser. Ein Upgrade verfügbar. Dann aber auf alle Fälle hier. Ein bequemerer Griff erleichtert das Ausgleichen des Rückstoßes beim Feuern. Angleichen. Ja. Gut. Unsere Waffen sind soweit schön auf dem neuesten Stand. Hier haben wir noch ganz, ganz viel anderen Krams. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Oh, schade. Okay, ist hier nichts mit angucken? Hier ist zu. Da geht's weiter. Okay, dann mal. Runter.
Oh, yo. Oh, was ist das denn? Ach, du Heilige. Holy moly, nun gut, aber... Hey! Da liegt ein bisschen Münzgeld. Also so ein bisschen Gold. Ich traue dem Brett hier nicht. So rein gar nicht. Ich traue überhaupt den ganzen Tempel nicht, weil die sind eigentlich immer darauf aus, dass ich irgendwie sterben soll. War bis jetzt immer so. Und gerade so offene Eckgänge, so wie hier, sind meistens dazu da, mich sterben zu lassen. Höhe? Ach. Ich habe das gar nicht gesehen. Ich dachte, es ist vorbei mit der Reise. Erstaunlich. Hier müssen Verehrungsrituale für die Sonne stattfinden. Wow. Schick. Okay, hier könnten wir aber wieder ein bisschen aufpassen, weil... Also eigentlich, wo ich immer Rätsel lösen muss, sind meistens keine Fallen. Aber man weiß ja nie, das Spiel hat mich ja schon ein paar Mal in unangenehme Situationen gebracht. Nun gut, nun gut. Vier Spiegel mit je einer anderen Markierung. Sie haben Nummern. Das ist Spiegel 1. Ich muss durch den mittleren Pavillon, um den Altar zu erreichen. Was ist denn? Ah, okay. Es muss alles auf... Okay, kann ich mit... Ich einfach dran springen, das geht doch nicht, oder? Krieg ich da nicht voll aufs Maul? Huh. Wie mache ich das? Oh. Also ich kann da wohl doch dran springen, das geht wohl. Deswegen springe ich erstmal nach da. Okay, einfach dran springen ist keine Option. Nochmal, den habe ich ja schon ausgerichtet, ne? Genau. Okay, hat jetzt nichts gebracht. Würde es halt schon irgendwie interessieren, wie ich da... Aha, so... Aha. Dann jumpe ich erstmal rüber. Gucke. Ich bin geliefert, wenn ich ins Wasser falle. Ja, das habe ich gerade eben schon mitbekommen. Danke, Lara, dass du mir das erst jetzt sagst. Vier Spiegel mit je einer anderen Markierung. Ja. Sie haben Nummern. Das ist Spiegel 2. Ich brauche einen Pfad zu Spiegel 3. Ja, das ist richtig. Das ist sogar sehr richtig. Würde ich jetzt mal behaupten, dass ich das gleiche hier einmal mache. Damit ich hier ohne Probleme weiter kann. Aber ich versperre mir halt das in der Mitte irgendwie, ne? So gefühlt. Oder mache ich das Ganze gerade richtig und ich weiß es nur noch nicht. So, komm Lara, einmal rüber hier. Wusch. Oh. Ich brauche einen Pfad zu Spiegel 3. Ja, mache ich sofort. Oh, guck mal da, da ist was. Oh, was ist das? Die Paddlergötter. Das göttliche Kanu, das die Seelen der Maya durch die Unterwelt in den Himmel bringt, wird von zwei Göttern gesteuert.
Während der alte Stachelrochenpaddler im Heck des Kanus sitzt und tagsüber seine Pflicht erfüllt, sitzt der alte Jaguar-Paddler im Bug und übernimmt die Nachtschicht. Diese beiden Götter symbolisieren nicht nur Licht und Dunkelheit, Tag und Nacht, sondern auch das Zusammenspiel aller gleichartigen und gegensätzlichen Kräfte. Ah. Ich brauche einen Pfad zu Spiegel 3. Ja, den kriegst du auch sofort, sobald ich hier da meinen Schatz geholt habe. Ohne zu sterben natürlich, versteht sich, von selbst. Paddlergötter, also es erinnert mich ein bisschen an... Ich brauche einen Pfad zu Spiegel 3. Also die Paddlergötter erinnern mich so ein bisschen an, die ägyptische, Mythologie, wo wir einen so einen Abholer haben. Und wir haben ja auch, in der griechischen Mythologie einmal so ein Bootsfahrer in der Hölle bei Hades. Das gibt's da ja auch. Also es ähnelt alles... Ich komme nicht durch. Ich muss zurück. Ja, das scheint richtig zu sein. Wie komme ich denn da hin? Ich brauche einen Pfad zu Spiegel 3. Ja, ist mir schon bewusst. Kann ich hier drauf? Ich glaube nicht, ne? Ah, warte mal, was kann ich denn hier machen? Ah, sieh mal einer. Oh fuck. Vergessen wir das ganz, ganz schnell wieder. Da drauf springen kann ich nicht. Darf ich nicht. Ich brauche einen Pfad zu Spiegel 3. Zu Spiegel 3 muss ich offensichtlich komplett andersrum einmal watscheln. Also dann machen wir das auch. So, einmal drauf hier. Hab ja das Ganze ja auch nicht ganz umsonst gemacht. Hab ja die Schätze holen können. So, und einmal da dran. Und dann ändern wir jetzt einmal unsere Route sozusagen. Nee. Genau. Dann laufen wir genau einmal in die andere Richtung, in der Hoffnung, dass es jetzt klappt. Aber ich glaube, hier komme ich genauso wenig weiter, ne? Ich brauche einen Pfad zu Spiegel 3. Nun gut, aber... Wie mache ich das denn jetzt? Ha. Stopp. Mach schnell zurück. Ich muss ein Pfad zu Spiegel 3 bekommen. Da hinten geht's aber nicht weiter. Ändern wir das Ganze jetzt nochmal. Versuch's nochmal kurz auf der Seite. Ich guck mich hier nochmal schnell um. Komm. Das ist ein niedriger gelegter Spiegel. Da könnte ich auch theoretisch meinen Rückweg wieder mit. Anstrahlern. Theoretisch. Da in der Mitte bringt mir das rein gar nichts. Okay, Leute, ich habe gerade auf die Uhr geguckt. Ich beende diese Folge hier an dieser Stelle. In der nächsten Folge rätseln wir hier dran mal weiter. Bis dahin, euch noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss.